Jo, was geht? Wir fahren jetzt zum Sonnenuntergang ein bisschen, weil der aktuell sehr geil aussieht. Wir machen jetzt da oben dann gleich noch ein paar Bilder, glaube ich, hoffe ich, wie auch immer. Übrigens, Downshift kam an. Wir haben jetzt endlich mal die Sachen von Downshift. Was heißt endlich? Eigentlich ging es relativ schnell. Und Paul hat da vorne den Hoodie schon an. Ich probiere mal zu Paul zu gehen. Komme ich da nicht hinterher. Aber schaut euch mal bitte den Sonnenuntergang jetzt schon an. Und ihr müsst noch da hoch. Also, es kann nur geil werden. Ich komme aber an Paul nicht dran. Ziehe ich Felix ab. Und da ist Paul mit seinem neuen Downshift-Hoodie. Ich habe meinen auch an. Ah ne, meinen habe ich nicht an, der ist schon in der Wäsche. Aber das Zeug ist echt geil von Downshift. Immer diese Tuner. Da, der East Life Hoodie, Alter. Ich habe jetzt auch bei Downshift einen Rabattcode, da könnt ihr 10% sparen. Also lohnt sich schon mit den 10%. Da, schaut ihn euch an, der neue East Life Hoodie. Also neu ist er jetzt nicht, aber für uns ist er neu. Feiert ihn schon heftig. Wie gerade schon gesagt, 10%. USX Live 10. Und dann rein da. Also 10% aus komplette Sortiment. Hast einen sehr geilen Hoodie an. Danke. Der wurde mir gesponsert. Ah ja. Ja. Von Louis Live Simson. Alle abonnieren bitte. Sonst gibt's Haue. Aber richtig. Ich mach das zu Vanessa oder so. Was? Da machst du. So. Oh je. Der Grenzgänger-Typ. Ich muss sagen, der Hoodie sieht von hinten echt geil aus. Von vorne so schön schlicht mit Downshift. Gefällt mir. Wir hatten, glaube ich, gesagt, wer als erstes oben ist oder so. Deswegen muss ich Patrick jetzt abziehen. Komm, zieh! Der dritte darf nicht verrecken. Okay, verreckt halt doch. Junge, die ist kack hoch und runter geschaltet. Egal, ich weiß hier auf dem Parkplatz. Scheiß drauf, macht glaube ich keinen mehr, weil Rennen mit in Porsche rausgefahren ist. Was geht's denn dahinter eigentlich? Okay, geht's nirgends so lang. Junge, die Sonne. Bist du Enduro fahren? Oh. Ich bin hier komplett wieder runtergerutscht. Oh je. Junge, ich bin hier komplett runtergerutscht. Und sieht man den Grasfleck, ja. Okay, Paul ist halt mit Schwung hoch. Oh. Oh. Diese ganzen Maulwurfhügel. Junge, das ist ganz schön rutschig. Oh
Boah, Junge. Mit Stollen macht es bestimmt Spaß, hier lang zu fahren, aber so. Junge, warum waren die hier schon eher nicht? Was? Irgendwie kippt mein Moped. Ja, dann drückst du mal in den Boden rein, würde ich sagen. Ey, immer diese kacke Duro-Fahrer hier, die immer diese kacke Karren hier umfallen. Könnte halten. Okay. Ja, Junge, dein Ding, dein Ständer ist im Boden. Ja, muss man ja auch bei Wiese. Ich mach mal ein Bild. Gut. Ist das eine Regenwolke? Oh. Oh, ja. Kann sein? Nö, nee. Ne? Okay. Die ist nur böse. Sie sieht nur böse aus. Ey, das ist eine Stadt. Junge, diese Sonne da hinten. Warte. Ah! Warte. Ja, mach mal. Hallo, mach doch. Ja, das ist es. Mach doch! Woher weiß er, dass ich Football spiele? Ich bin so gespannt auf die Fünfte. Warte, ich muss die Sonne irgendwie mit drauf bekommen. Hier waren gar nicht diese leicht so viele Berge wie hier sind. Das sieht so scheiße. Ich bin komplett verwackelt. Alter, jetzt stell dich da hin. Patrick. Louis filmt, Sonny, ich springe über deinen Kopf drüber. Also ich springe über dich drüber. Ist okay. Warte, wirklich? Stell dich mal so hin, dass die Sonne so. Wir machen jetzt so. Okay. Richtig. Nee, warte, Paul, warte. Aber du musst da wie jetzt so machen. Halt. So machen wir so. Und während du über mich drüber springst, mach Louis ein Foto. Was, ein Foto? Warte, Patrick. Kein Reel. So. Wie denn? Ich mach ein Video. Wir machen. Aber warte. Wir machen Louis, wir machen einen Probelauf. Digga, das kann doch gar nicht gehen, Alter. Mach mal einen Probelauf. Warte. Wie ein Bär. Ja, genau. Kack dich ein. So, bist du bereit, Patrick? Ja gut, und jetzt? Jetzt mit Video. Fahren wir da hoch? Oh, in die Kiefern rein, die Moped so an die bisschen Kiefern, Enduro. Oh mein Gott. Ob die da oben meckern? Das stört uns doch nicht. Wir haben einen. Ich räum dir ein Nummernschild ab. Ja, Louis, komm mal. Ich erzähle jetzt. Komm mal her. Ich zeig dir mal. Also, Rückenstock. Ja? Warum schweiben ein Sitzbankfahrer? Warum? Ah ja. Lieben wir. Fahren wir zu? Ja, ich packe mein Zeug an, dann können wir hochfahren.